Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind zurückgekehrt nach Alexandria, haben Königin Brane begraben. Lilly hat den von den Bürgern hergestellten Rosenkranz aus den Lieblingsblumen, aus den Lieblingsrosen der Königin. Dann hat sie eben auf ihr Grab gelegt und ja, wir sind mit der Gondel hier wieder zurück im, soll man sagen, Burghof, wenn man so möchte. Ja, die Stimmung ist ziemlich traurig, jedoch hoffnungsvoll. Prinzessin, wir sind am Schloss angekommen. Professor Toto, die Anrede Prinzessin wird aber schon sehr bald überholt sein, nicht wahr? Hohohoho, wie recht ihr doch habt. Nach der Krönungszeremonie müssen wir uns alle an das ihre königliche Majestät gewöhnen. Nun gut, ich muss mich jetzt um die Vorbereitungen für die Krönungszeremonie kümmern. Generälin Beatrix, Hauptmann Steiner, würdet ihr mir dabei wohl ein wenig zur Hand gehen? Sehr wohl. Prinzessin, bitte seid vorsichtig beim Aussteigen. Nicht, dass ihr noch bei Ups die Bahnenshow landet. Professor Toto, Prinzessin, ich kann die Zweifel und all das Unbehagen, das ihr in dieser Situation jetzt wohl verspüren mögt, nur allzu gut nachfühlen. Glaubt mir das. Aber bitte wisst, dass ich euch unterstütze. Mein Wissen ist zwar bescheiden, aber schöpft trotzdem Kraft aus meiner Fürsorge und besteigt den Thron erhobenen Hauptes. Mhm. Nun, noch 3 Tage bis zur Geburtsstunde unserer neuen Königin, Königin Garnet. Ich könnte weinen vor Ergriffenheit. Ich bin so stolz auf das kleine süße Mädchen. Ey, Titane, dann nicht mehr gesehen. Wie jetzt? Wieso machst du denn so ein längeres Gesicht? Ist was passiert und so? Diese kleine Lilly, oder wie die hieß, ne? Die hat dir wohl einen Korb gegeben, was? Volltreffer, Tifix. So jenig zu sein, da zieht dir je irgendwie ja gar nicht ähnlich, Zitane. Übrigens, Ruby, hast du nichts hoch? Du hast ein kleines Theater aufgemacht, Tifix. Genau, und die Menschen sind verrückt, denn mich auf die Bühne zu sehen. Ist doch prima. Schauen wir uns doch gleich mal ein Stück an. Bestimmt eine nette Abwechslung. Du sagst es und so. Ja. Schön, dann sind wir uns ja ähnlich. Zitane, du kümmst wohl nicht mit, oder? Über für den Fall, dass du das anders überlegen tust, ne? Schau einfach vorbei, ja? Dann wollen wir mal, ne? Titane, voll zickig, ha? Was hat er denn? Ihr her, Leute. Ja. Busch, und Vivi ist wieder umgefallen. Hoppala, tut mir leid. Was denn? Bist du's, Vivi? Hallo. Was hast du denn so getrieben, seit wir uns das letzte Mal in diesen Katakomben unterhalb Alexandrias gesehen haben? Also, so alles Mögliche, aber mir geht's gut.
Und was hast du so alles seitdem gemacht, Onkel Blank? Ich? Ach ja, richtig, jetzt fällt es mir wieder ein. Also, nachdem wir euch da rausgehauen hatten, Mann, danach ging's erst so richtig ab. Dieser alte Steiner und Freya, diese Rattendame da, weißt du? Und dann noch diese andere, ach, wie hieß sie noch gleich? Diese alexandrische Generälin da, Beatrix und so. Ja, genau, Beatrix. Auf jeden Fall haben wir die drei Orden, also haben die drei ordentlich einstecken müssen, musst du dir vorstellen. Die waren so unzugerichtet, also Vollgas, mit blauen Flecken im Gesicht und überall, dass sie kaum noch laufen konnten, musst du dir vorstellen. Hätten Markus und ich sie nicht kurzerhand Huckepack genommen und aus dem Schloss rausgebracht, dann... Markus? Blank? Wenn wir uns nicht beeilen, ne? Dann macht uns Ruby aber wieder gewaltig Feuer unterm Arsch, ja, und so. Ruby? Boah, ja, du hast recht, wir machen besser hin. Entschuldige, Vivi, aber wir plaudern ein anderes Mal weiter. Ja, wir haben es eilig. Tschüss. Komische Kauzu. Können wir uns davor noch was anschauen? Tatsächlich. Active Time Event. Lange nicht mehr gesehen. Yep. Ah, lange nicht mehr gesehen. Yep. Lange nicht mehr gesehen. Yep. Lange nicht mehr gesehen. Yep. Hab uns richtig Sorgen um dich gemacht, Jeb. Hab uns richtig Sorgen um dich gemacht, Jeb. Tut mir leid, aber ich bin ein bisschen in Leere gegangen, Jeb. In Leere? In Leere? Genau, in Leere, Jeb. Was denn für eine Leere? Nun sag schon. Ich sag's nicht. Voll spockig. Geht's noch weiter vielleicht? Tatsächlich, damit die Taube hochfliegt. Dieser Zitane, das ist ein, also wirklich echt und ohne Zweifel ein hoffnungsloser Fall. Kann man so sagen. So. Aber er und die Frauen, da war doch noch nie was richtig Ernstes dabei bisher, oder? Immer nur ein bisschen Spaß, alles sehr oberflächlich eben, typisch Frischhaltefolien-System, ne? Aber dieses Mal scheint es in richtiger Wisch zu haben. Ist wie ausgetauscht, der Kerl. Tja, jo, diesmal ist es wohl wirklich ernst und so. Aber verdammt, sie ist eine Königin und so. Da wird nie was draus. Was will sie denn mit einem Abwasch schwätzen wie ihm? Jedenfalls, ja, das sind nun mal die Fakten. Und keiner weiß das wohl besser als er. Aber was soll der arme Teufel bloß machen? Sie einfach so vergessen ist wohl nicht drin. Dafür hat sie ihn viel zu sehr in den Kopf verdreht. Diese Vibesbilder alle miteinander. Na, also wenn's einfährt, dann fährt's ein, kannst nichts machen. Was meinst du? Tja, verdammt harte Sache und so. Tja. Aber wenn er da nicht bald irgendwie drüber hinwegkommt, dann kann man ihn wohl abschreiben. Er hat einen Berg von Leid vor sich. Aber wenn er nicht bald wieder auf die Beine kommt, seine Flügel ausbreitet und losfliegt, dann stürzt er ab. Ja. Dann stürzt er ab. Mogri Milian. Was ist denn das für ein violetter Mogri? Hat er da gerade einen Brief dabei? Tut mir leid, hat etwas gedauert. Oh, Stilskin, wie geht's, wie steht's? Holla, Mogli Milian. Sag mal, wo warst du denn? Du wirkst so gebräunt. Gebräunt? Gebräunt, sagen die. Der schaut aus, als hätte er, weiß ich nicht, zu viele Zwetschgen oder was gegessen. Naja, aber das ist ja nicht so wichtig, ne? Sag mir lieber, ob du diese Sache mit der Briefzustellung ernsthaft durchziehst. Aber klar, jeder Brief wird zugestellt. Echt? Du meinst, die ganzen Briefe, die ich allen möglichen Mogulis hier und da übergeben habe, die sind alle angekommen? Na, aber sicher, drei Stück waren es bisher doch, oder? Ich glaube, da fehlen noch. Aber noch drei. Echt, wahr? Habe ich die alle vergessen? Oh. Hätte man, glaube ich, eine Belohnung bekommen, wenn ich es richtig gemacht hätte.
Bist du auch hier, um der neuen Königin deine Aufwartung zu machen? Freilich, wir sind Freunde. Weißt du, sie ist ein ganz liebes Mädel. Jetzt, wo gar nicht zur Königin gekrönt wird, kehrt da endlich Frieden in die Welt ein. Ab jetzt geht's bergauf. Zu Zeiten Branes war alles besser. Na, zu Lilly halt auf jeden Fall. Ab jetzt geht es bergauf. Königin Garnett wird schon dafür sorgen, dass ab jetzt niemand mehr etwas zu befürchten hat. Ja, genau. Was ist mit du? Wo ist denn der Blumenstand hin? Zu Zeiten Branes gab es zwar auch viel Leid, aber insgesamt brachten wir es, also betrachtet, war es eine gute Ära. Daher habe ich darum gebeten, die Rosenkränze für das Grab Ihrer Majestät stellen zu dürfen. Och Mann. Huch, was habe ich denn jetzt gedrückt? Entschuldigung, falsche Taste. Huch, nochmal falsche Taste. Da, ich sollte meine Finger dort lassen, wo sie hingehören. Das hört sich jetzt falsch an. So. Hallo, Herr Schmied. Du warst Schmied, glaube ich, ne? Heute habe ich geöffnet. Engelsschwinge, mir fehlt ein Mithrindolch. Ich glaube, ich weine schon wieder gleich. Naja, schreiben wir mal die Einkaufsliste zusammen. Korallenring, haben wir den Korallendings, haben wir, ja. Das haben wir, Kraftgürtel. Wir haben keinen Kraftgürtel. Stellen wir den doch mal her, oder? Madenschild haben wir, Elfenohrring müssten wir locker haben. Reflex, hier haben wir einen Kraftgürtel, oder? Ich voll depp. Fußkette. Da müssen wir die gar nicht machen. Reflexring. Ein Goldschal wird fehlen. Ach du Heilige. Können wir noch einen Goldschal herstellen? Ja, ich probiere es jetzt mal. Dann tun wir eine Fußkette nochmal machen. Einen Reflexring. Haben wir Federstiefel schon? Ich habe keine Ahnung. Schwarzgurt fehlt auch. Kopftuch brauche ich dafür. Edelperle. Die kannst haben. Den Mondsplitter braucht keine Sau. Ehrlich gesagt. Haben wir Federstiefeln? Ich glaube nicht, oder? Zauberstiefel konnte man hier herstellen, ne? Osalarmreif, ich muss shoppen gehen. Ich glaube, daneben an war eh ein Itemladen. Der müsste mir normalerweise das Zeug verkaufen. Diese drei Früchten wollen hier gar nicht mehr weg. Was soll ich da bloß machen tun? Zusperren. So, einmal das brauchen wir. Bolaris haben wir drei. Super. Die nehmen wir mit. Katzenkrallen. Wünschelrute. Einmal, zweimal nehme ich mit. Flamierflöte haben wir. Gletscher, Donner, Oger. Vollmondring haben wir. Kristall. Osalarmreif brauche ich einmal. Zauberarmreif. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich nehme mal einen mit. Raichin, Lamia Tara nehmen wir einmal mit, Mikro, Hitoshi-Hut, Kopftuch nehmen wir zwei mit, das haben wir, den haben wir, Goldhelm nehmen wir auch einmal mit, Magierkutte, Allzweck, Brigandine müssten wir haben, Mittelrüstung, Plattenband nehme ich auch einmal mit, so, das müsste jetzt wohl reichen. Da gehen wir wieder schmieden, Schmieden. So, du, ich will schmieden, diese Engelsdinger will ich haben. Wieder, die Engelschwinge. Einmal bitte. Dann Zauberumhang. Haben wir den auch? Ich weiß es nicht. Bam, baram, bam, bam, baram. Bam, baram, bam, bam, baram. Bam, baram, bam, bam. Den auf jeden Fall will ich haben. Haben jetzt die Federstiefel, die haben wir. Die haben wir auch, Fußkette. Weißt du was, scheiß doch der Hund drauf, Entschuldigung. Ich baue es einfach. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir die können, schon. Mir kommt schon vor. Na, jetzt haben wir ihn. Wir werden auch gleich Vivi ankleiden. Oberstock, da gibt es eh nichts Besseres. Nope, da war ich noch nicht. Einen Hut. Gibt es auch nichts Besseres. Mithril von zu Armreif gibt es auch nichts Besseres. Seidenkleid. Okay, das hatten wir schon. Verdammt. Huch, das wollte ich gerade nicht. Das wollte ich. Entschuldigung. Peritod. Weiß was. Ein Saphir kann er benutzen. Einen Saphir. Und? Was ist das? Immer Leviathas. Federstiefel, die hat man definitiv noch nicht. Das Refleck, immer Refleck, aha. Ist immer Refleck gut.
Ist das immer... Ja, es ist sicher von Vorteil, ne? Nehmen wir einfach mal den hier. Und gut ist. Und sauber. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles gespielt, was wir brauchen können. Vor allem Zitane kriegt eine neue Waffe, das mich persönlich sehr, sehr freuen tut. So, wir laufen. Und nein, das Seilspringen mache ich nicht, falls die Damen hier irgendwo sind, die drei Mädels. Sicher nicht. Aha. Dorf Schulze Gottfried. Oh, oh. Wollt ihr uns auf den Arm nehmen? Wir haben für 100 Gild 3 Übernachtungen reserviert. Das kann aber nicht ganz sein. Eine Übernachtung kostet 100 Gild. Mir hat man gesagt, 3 Übernachtungen für 100 Gild. Genau deswegen bin ich ja hier. Hör auf, hier Erbsen zu zählen und zahl schon die 300 Gild. Nun, eigentlich, diese Woche ist ja die goldene Woche der Königszeremonie. Da kostet die eine Übernachtung leider 120 Gild. Was ist los? Da schlägt der Fass ja wohl endgültig den Boden aus. Herrschaftszeitenkruzifix noch einmal. Es tut mir leid wegen der Belästigung. Das ist mir alles so peinlich. Boah, hoffentlich bin ich bald groß, dass ich mit denen nicht mehr mit muss. Ich will gar nicht an meinen Ruf in der Schule denken, alter Schwede. Ich hab's eh schon gepostet auf Twitter. Und auf WhatsApp ist es einfach ein Wahnsinn. Meine ganzen Freundinnen haben mir schon Beileid gewünscht. Ich denke ja jedes Mal, es wird besser, aber mit meinem Vater ist Hopfen und Malz verloren. Wirklich, was war da? Aber nein, schon okay. Wirklich ein wenig peinlich das Ganze. Na, schon okay. Danke, du bist sehr nett. Ich twitter dann mal weiter. App und so. Ach ja. Wäre jetzt vielleicht eine Karte da gewesen? Warte mal kurz. Der steht schon noch hier, ne? Ja. Dies müssen wir jetzt nämlich ausnutzen. Warte, war hier jetzt noch irgendwas? Nein, ne? Ich bin immer so. Ich denke immer, da ist irgendwo was, aber in Wirklichkeit ist ja eh nichts. Was wollte ich sagen? Wir müssen dann unbedingt schauen, dass wir zu Torftali dann irgendwie kommen tun, weil... Na, hier ist auch nichts passt. Weil wir brauchen da noch, also da gibt es noch Items. Und ich glaube, jetzt wo der Dorfschulze unterwegs ist, haben wir die Möglichkeit, uns diese Sachen zu holen. Ist das, wenn ich da jetzt langlaufe? Hallo Burschen. Wie biege ich das jetzt nur hin, dass Ruby nicht wieder ihre Wut an mir auslässt, meine ich. Ah, das machen wir später machen. Lass uns erst da weiter. Hallo. Meine kleine Miezekatze ist schon wieder irgendwo hindurchgebrannt. Die kleine böse Katze, ist die da oben da auf dem Dach? Gibt's hier was Neues? Es kann nämlich auch sein, dass mal Drun und so zu sind. Hallo. Oh, lange nicht mehr gesehen. Wo warst du denn eigentlich? Ja, wir waren auf Reisen und da haben wir eigentlich ganz viele tolle Sachen und auch schlechte Sachen erlebt, ja. Aber ich erzähl's dir ein andermal. So. Hallöchen, du bist ein komischer Mogri. Ich bin Mogri Milian, Leiter des Mognets. Warum denn nicht alle Briefe angekommen sind, fragst du? Das kann ich dir nicht sagen, Kubo. Da sind wir schuld, wir haben noch ein paar im Gepäck. Wir wollen natürlich das kaufen. Phoenix Down, High Potion und Elixier. Entschuldigung. Besten Dank auch. Mit dem Geld kann ich wieder für eine Weile auf Reisen gehen. Entschuldigung. Voll zu schnell geklickt. Wir möchten gern Mognet und so an Kubo einen Brief überreichen. Boah, ein Brief von meinem Bruder Kubo? Wo hat er nur wieder gesteckt? Von Kubo an Kubo. Das Leben in der Fossilienmine ist recht angenehm, Kubo. Wir spielen hier jeden Tag Verstecken, Kubo. Locker und lustig muss das Leben sein, Kubo. Ich hatte mir solche Sorgen gemacht, aber es scheint ihm ganz gut zu gehen. Ja, eigentlich schon. Hast du noch was für uns? Mogri Milian hat uns von weit her einen Brief überbracht. Lass ihn uns zusammen lesen, Kubo. Von Morissa an Kubo. Auch wir Mogris achten auf unsere Schönheit, Kubo. Deswegen benutzen wir es auch nur ganz selten. Ja, es ist ja auch wirklich eine Rarität, Kubo. Mein Vorbild ist Mogalisa, Kubo.
einen Brief von der wunderschönen Marisa, Kubo. Und sie hat mir geschrieben, Kubo. Da freut sie sich. Hast du noch sonst irgendwas? Ich hätte so gern einen Brief. Nein, hat er nichts. Nix. Ist da oben noch irgendwas? Ist da noch was daran ziehen? Ja, bitte. Vielleicht kommt noch mal was runter. Tatsächlich. Shiva-Karte. Ramu-Karte. Geilo. Ich habe sie nur mal aus reinem... Ich wollte sie nur mal so probieren, ne? Ist tatsächlich was. Schön ist das. Oh, schön ist das. So schön ist das. Oh, yeah. Schön ist, das ist schön, yeah. Bam, baram, ist das super. Habt ihr noch was für uns? Der Koch? Zwiebelmeister. Oh, ich zermartere mich schon seit Tagen das Hirn. Ja, was wir auf der Festlichkeit nach der Krönungszeremonie am besten servieren. Ich dachte da an Zwiebeln. was? Ach, wo ist denn nur dieser geniale Chefkoch hin, der damals an Prinzessin Garnets Geburtstag hier war? Du meinst Quina? Ja, der ist irgendwie abhanden gekommen. Bisher fuhr ich ja immer nur zur See, aber zur Luft wäre sicherlich auch nicht schlecht. Und dieser Herzog von den Blumsit, heißt der, ne? Der hat angeblich ein Luftschiff erfunden, das auch ohne Nebel fliegen kann. Ja, das ist eine feine Geschichte. Wenn ich nach den Blum gehe, ja, ob er mich dann wohl anheuert? Ja, probier's doch einfach mal. Versuch macht klug oder so, ne? Was? Ach so, was? Wen kenne ich? Kennst du die Geschichte von Sitz Braut? Sitz Braut? Uhaha, das soll ein richtiger Drachen sein, stell dir mal vor. Oh, da hat Sitz nicht viel zu lachen. Naja, ganz so, ne, stimmt das jetzt ja nicht. So, bei den Burschen, glaube ich, geht es jetzt ein bisschen weiter. Da muss ich jetzt vorsichtig sein. Dann gehe ich zuerst noch hier runter. Bam. Hallo. Ich komme in letzter Zeit gar nicht mehr los vom Kartenspiel. Bin immer auf der Suche nach einem guten Gegner. Oh nein, bin ich vielleicht süchtig? Na, das sagen die Leute immer nur so, um einen zu ärgern. Das weiß man doch. Wenn einem was Spaß macht, dann macht man das halt gerne. Und die Leute, die drauf eifersüchtig sind, die behaupten dann, dass das eine Sucht ist. Ja, ganz einfach. Weil die Leute nicht so viel Spaß haben wie wir. So. Willkommen. Ja, einkaufen. Unbedingt. 15. Ich würde sagen 35 ist schon mal gut. High Potion, unbedingt. Unbedingt High Potion. Also da, warte mal, so, das passt schon so. Ich nehme da mal 60 mit. Phönixfederchen haben wir genug, das ist genug. Antitod müsste reichen, passt. Gut. Gut, Geschäft. Gut, Geschäft. So, dann möchte ich noch gerne, bevor wir zu Zitane gehen. So, Servus, bist du arbeitslos? Wenn gerade keine Veranstaltung oder etwas ähnliches ist, dann habe ich eigentlich nichts zu tun. Ja, wenn du also mal von einem guten Nebenjob hörst, dann lass es mich bitte wissen. Ach ja, übrigens, ich bin ein begnadeter Trompetenspieler. Vielleicht können wir noch schnell Rubis Theater damit aufpeppeln. Oh, noch ein Active Time Event. Warte, falsche Taste, glaube ich. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verdrückt. Wahnsinn, ist das riesig. Was? Die Eiko. Lalilalila. Wow. Das ist aber ein Riesenhaus. Das muss ich unbedingt von innen gesehen haben. Heute kochen wir wieder fein. Ah. Das riecht aber köstlich. Hast du Hunger? Ja, ein bisschen schon. Vielleicht sogar richtig Hunger. Mein Bäuchlein knurrt schon seit einer Stunde.
beißenden, quälen, unerträglichen, den Verstand raubenden Hunger? Wenn du so sagst, eigentlich schon. Mhm. Kannst einem richtig leid tun. Boah! Wie gemein, die arme Aiko. Ob die neue Königin wohl mit der Verantwortung zurechtkommt, ist ja eigentlich noch ein kleines Mädchen. Was? Sie ist 16, bitte. Bald 17. Ich bin ja der Meinung, sie hätte Beatrix zur neuen Königin machen sollen. Was sagst du denn dazu? Was? Lilly. Keine Frage, Lilly. Wobei Beatrix, dann könnte Lilly mit uns mitreisen wieder, weil ich denke, als Königin wird sie jetzt hierbleiben müssen, ne? Immer wenn wir Königin Vasallen spielen, führt sie sich auf wie eine Tyrannin. Boah, als würde Brane höchstpersönlich aus dem Grab gestiegen sein, ja. Mir vergeht schon langsam wirklich die Lust darauf, ob ich ihr mal vorschlagen sollte, Doktor zu spielen. Das ist typisch Kind, ne? Okay, mit ihr kann ich mit ihr gar nicht quatschen, mit dem Mädel? Doch. Ich bin die Königin und mein Wort ist Gesetz. Ja, was ist eigentlich ein Gesetz? Kinder, ja. Oh, mein Sohn spielt den ganzen Tag nur Karten, anstatt mal raus in die frische Luft zu gehen. Dabei würde ich ihm etwas Bewegung bei Leibe mal ganz gut tun. Hättest du vielleicht Lust, mit ihm mal einen kleinen Wettlauf zu machen? Sport ist Mord, bin ich ganz der Meinung. Was? Nein. Wow, warum eigentlich nicht? Fein, dann macht euch bereit. Wenn ich los sage, dann drücke ich abwechselnd B und C-Tasten. B und C, okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Das muss man, glaube ich, dreimal machen oder so, ne? Dann kann man was gewinnen. Tada, gewinnt. Der Sieger ist Vivi. Du bist echt in guter Form, alle Achtung. Ja, nochmal bitte. Mein Sohn spielt den ganzen Tag nur Karten, anstatt mal raus in die frische Luft zu gehen. Dabei würde ihm etwas Bewegung bei Leibe mal ganz gut tun. Hättest du Lust, mit ihm mal einen kleinen Wettlauf zu machen? Okay, fein. Dann macht euch bereit. Ich glaube, oder musste man woanders stehen, das weiß ich gar nicht mehr. Wenn ich los sage, dann drücke abwechselnd die B- und C-Tasten auf die Plätze. Fertig. Los. Ich weiß, er wird von Mal zu Mal besser. Und irgendwann hat mich der Kleine sogar mal eingeholt. So, tada. Ich glaube, das ist ein anderes Mal. Der Sieger ist Vivi. Und mein Sohn macht auch schon einen viel schlankeren Eindruck. Hier, das schenke ich dir als kleines Dankeschön. Tatsächlich, Mastophant-Karte. Das können wir einige Male spielen. Ich mache das jetzt noch ein bisschen. Ja, bitte, ich lese es aber nicht mehr vor. Macht euch bereit, jawohl. Bla bla, wenn ich los sage, auf die Plätze. Fertig, gut, gehen wir. Wird jedenfalls immer schneller und man kann da echt ganz schlecht Sachen gewinnen. Dab, 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 dab. Yay! Der Sieger ist Vivi. Du bist in echt guter Form. Alle Achtung und noch einmal, ne? Mein Sohn spielt den ganzen Tag nur Karten. Ja, lauft doch mit ihm. Macht euch bereit. Ja, meine Erklärung kennst du ja schon. Auf die Plätze, fertig und los. Der wird nämlich echt immer besser, der Kerl, ne? Und irgendwann hatte ich wirklich zu tun, dass ich noch davon kam. Der Sieger ist Vivi. Und mein Sohn macht ja auch schon einen viel schlankeren Eindruck. Hier, das schenke ich dir als kleines Dankeschön. Schwassi-Schlocker-Wurmkarte. Ja. Und nochmal, da kriegt man, glaube ich, noch eine Karte. Oder irgendwas halt. Auf jeden Fall muss man das immer zweimal machen, dann kriegt man was. Und irgendwann ist er halt wirklich schnell. Siehst du, er holt mich schon fast ein, ne? Der Sieger ist Vivi. Und ja, guter Form und nochmal. Und dann ist der Part eh schon zu Ende. Fertig, los. Tap 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 t
Dabadabadabadabadab. Tada! Sieger ist Vivi. Ha. Mein Sohn macht schon einen viel schlankeren Eindruck. Hier, das schenke ich dir. Sehr dankeschön. Alexandrikon-Karte. Cool. Der Part ist zu Ende. Ich gehe mal ein Stückchen weiter. Oder mal hier rein, irgendwo hin. Ich glaube, ich gehe mal in den Burghof rein. Ah ja, die gnädige Frau ist ja auch wieder. Die kann man später noch ansprechen. Ich gehe mal hier rein. So. Ich hoffe halt sehr, dass wir... Na, falsche Taste, Entschuldigung. Ja, dass wir im nächsten Part noch ein bisschen mit dem Kerl spielen könnten. Okay, was ist denn das? Zombie-Karte. Aha. Ich hoffe halt, dass wir noch ein bisschen mit dem... mit dem kleinen Hypo-Typi-Jungen dann ein bisschen spielen können. Mit dem Happy Hippo. Und dass wir, vielleicht haben sie noch die eine oder andere tolle Karte für uns. Servus. Nikolai, sie kommt wohl nicht. Sieht ganz so aus, als hätte sie mich versetzt. Oh. Und wer bist du? Merkwürdig, er sagte, dass wir uns hier treffen sollen, aber dann kommt er einfach nicht, ob er mich wohl versetzt hat. Dreh dich mal um. Ja, so entstehen Missverständnisse. Na gut, wir werden den Part hier beenden, meine Lieben. Und im nächsten geht es dann frischfröhlich weiter. Na gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!